Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sirius und heute gibt's ein Video zu Lego Harry Potter die Jahre 5 bis 7. Ich habe dafür die aktuelle Demo genommen, die sich auf dem Xbox Live Marktplatz befindet und die einmal für euch durchgespielt. Das Spiel in seiner vollen Länge wird ab dem 18. November erhältlich sein, die Demo gibt's jetzt schon zum Runterladen. Dabei könnt ihr ein Level spielen, das ist Vorsicht Lovegood, und ihr könnt das Ganze zunächst als Geschichte spielen und wenn ihr das Ganze durchgespielt habt, als Geschichte auch als freies Spiel. Das heutige Demo-Gameplay zu Lego Harry Potter soll euch natürlich einen kleinen Einblick ins Spiel bieten. Es soll euch aber auch durch die Demo helfen, falls ihr an einer Stelle vielleicht nicht weiterkommt oder nicht wisst, was ihr so zu tun habt. Wie in allen Lego-Spielen sprechen die Charaktere einfach nicht, sondern die geben immer so Laute von sich. Das ist natürlich zum Kommentieren für ein Video absolut super, weil ihr hier keine Dialoge verpasst. Ich werde das Demo-Gameplay in 2 oder 3 Kapitel aufteilen. Das ist sehr abwechslungsreich und ist wirklich eine 1A-Super-Demo, muss ich jetzt mal sagen. Also wenn ihr Fans von Lego-Spielen seid, dann ist das Teil hier auch wieder absolut fantastisch geraten. Ich habe beim ersten Spielen, würde ich sagen, ungefähr eine Stunde mindestens gespielt und jetzt hier bei meinem zweiten Durchgang, um das Gameplay für euch aufzunehmen, ja, waren es ungefähr 30 Minuten, würde ich mal sagen. Ihr habt jetzt so ein Kreismenü, das könnt ihr mit Y aufrufen und dann die jeweiligen Zaubersprüche durchschalten. Das geht relativ einfach, man muss sich ein ganz klein bisschen dran gewöhnen. Es gibt kein großes Tutorial in dieser Demo. Ihr müsst einfach ein bisschen ausprobieren, Mensch, was kann Harry, Hermine und Ron hier alles so anstellen? Und natürlich könnt ihr hier diese kleinen Extra-Aufgaben lösen und das bedeutet erstmal Mohrrüben pflücken. Jetzt vielleicht nicht ganz so typisch für einen Harry Potter, habe ich mir so gedacht. Aber sei es drum, ich habe halt versucht, alles zu zeigen, was ich so wusste und was man im ersten Durchlauf machen kann. Wenn ihr hinterher im freien Spiel seid, also wenn ihr das zum ersten Mal hier durchgespielt habt, dann könnt ihr auch noch ein bisschen mehr machen. So, hier diese Raben könnt ihr auch kurz abschießen. Das sind 5 Stück insgesamt und dann gibt es halt auch wieder so einen Boni. Und erstmal geht es hier darum, ja, ein bisschen aufzuräumen, sag ich mal. Ja, das Teil ist jetzt erstmal eigentlich ein bisschen sinnlos. Es geht darum, ihr seid im Garten, im Vorgarten der Lovegoods und ihr bekommt halt die Türe nicht auf. Ihr braucht quasi, ja, ich weiß nicht, wie sagt man dazu, so einen Klopfer, der an der Türe hängt, ja. Und das Spiel zeigt euch auch hier und da immer so eine Lösungsmöglichkeit an. Ihr sagt also hier, wir brauchen den Zauberspruch Argumenti oder hier zum Beispiel Lumos, um diese grünen Ranken zu verscheuchen. Da bin ich zunächst noch davon ausgegangen, Mensch, man muss da so drauf schießen. Es reicht aber, wenn ihr mit Lumos an diesen Pflanzen steht. Ihr müsst jetzt nicht so wie ich drauf feuern, sondern ihr könnt euch einfach mit dem Zauberstab als Harry dahinstellen und dann werden wir gleich sehen, wie die sich so öffnen. Zunächst natürlich, wenn ihr hier ordentlich richtig Punkte einsacken wollt, dann müsst ihr natürlich auch die komplette Umgebung wieder zerstören und kurz und klein zaubern, sag ich jetzt mal, immer schön Steinchen aufsammeln und so. Und ja, ich glaube, ich habe hier am Ende von meinem Gameplay, ich glaube, 83% gehabt. Ich habe mich jetzt nicht ganz so sehr drauf beschränkt, hier einfach nur alles platt zu machen. Weiteres Rätsel ist hier, ihr müsst hier diese Vogelscheuche mit Wasser tränken und dann geht es da auch schon wieder weiter. Ich lasse euch jetzt mal ein ganz klein bisschen alleine mit dem Gameplay. Ich denke, das erklärt sich ein wenig von selbst und ihr könnt dann einfach, ich sag jetzt mal in diesem Schnelldurchlauf sehen, was es so zu klären gibt. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt und wenn ihr Bock drauf habt, dann zockt das erst und wenn ihr nicht weiterkommt, könnt ihr wieder das Video schauen. Es ist aber generell wirklich so umfangreich. Ich behaupte jetzt mal einfach, wenn man mal einmal so ein Video schaut und es dann vielleicht einen Tag oder zwei später wieder spielt, muss man trotzdem nochmal überlegen, Mensch, was gab es denn da eigentlich zu tun für Harry und Co. Thank you.
Ja, jetzt sind wir an der Stelle, wo sich diese Ranken befreien lassen. Und jetzt kommen wir wieder zu so einer Besonderheit. Ihr müsst halt die Charaktere wirklich häufiger durchwechseln. Und das kennt ihr wahrscheinlich schon aus anderen Lego-Spielen. Hermine hat jetzt hier ihre Katze dabei und die könnt ihr dann mal zum Buddeln losschicken. So, Katze kann auch die Lego-Steine einsammeln. Und wenn ihr dann hier wieder den Aktionsknopf, das ist B, gedrückt haltet, dann gräbt die gute... Ich weiß gar nicht, wie heißt die Katze. Was aus. Ich glaube, das wurde vorhin auch gezeigt. So, weiter geht's als Hermine. Und Hermine kann jetzt hier mit B schön in ihrer Handtasche rumkrosen. Das Ganze ist also wieder außerordentlich witzig geraten, finde ich. Das hält sich nicht ganz so streng an den Kinofilm. Also es gibt hier und da mal so Passagen, die leicht abweichen. Aber im Großen und Ganzen hat es einfach für mich eine Menge Charme und bietet ja... ja, fast schon mehr Story und mehr Gameplay als wie die eigentlichen Spiele zum Harry Potter Film. So, die Biene ist verscheucht. Schauen wir mal, was gibt's sonst hier noch so kurz und klein zu zaubern. Man kann natürlich auch sofort diesen Klopfer zusammenbauen und nur an der Türe klopfen und reingehen und so. Ich habe aber versucht, hier einfach noch so die anderen Elemente zu zeigen, die man hier zumindest ansatzweise lösen kann. So, und jetzt werden wir sehen, in der Weasley-Zauberkiste kann nur ein Weasley schauen. Also wählt ihr Ron aus und der kann dann unbeschadet in die Kiste schauen. Und hier an der Stelle, ja... toll, jetzt erzähle ich vom Ron und hier lässt Hermine erst nochmal ihre Katze was ausbuddeln. Das sind jetzt Gegenstände, die konnte ich im ersten Durchlauf nicht benutzen. Falls ihr das trotzdem geschafft habt, dann erzählt mir mal, wie ihr das gemacht habt. Ich glaube, man muss dazu erstmal einmal durchgespielt haben und dann ins freie Spiel wechseln. Dann habt ihr einfach, wie bei allen Lego-Spielen, neue Optionen und neue Möglichkeiten offen, diese Levels einfach nochmal zu entdecken und auch noch die letzten Geheimnisse zu lüften. So, hier bekommt Ron jetzt so, ja, ich weiß gar nicht, so Saugnäpfe. Und das kann man natürlich ganz schön erkennen. Hier geht sofort dann senkrecht für Ron die Wand hinauf. Und da diesen Gegenstand konnte ich jetzt auch noch nicht benutzen. Ich denke, ja, wenn ihr da eine Lösung für habt, was man da im freien Spiel mit machen konnte oder ob man jetzt schon mal was dafür machen konnte, dann könnt ihr mir das ruhig im Video posten. Ich habe meinen Ron da jetzt erstmal runterhüpfen lassen. Und der hat dann noch, ja... hier ein Schüler befreit und gerettet. Das wird hinterher auch angezeigt. Ich denke mal, das sind so Kleinigkeiten, die man vielleicht übersieht. Wenn man jetzt einfach diesen Türklopfer da freilegt, zusammenbastelt, an die Tür knallt und weiterrennt.
Ich kann jetzt schon mal verraten, im zweiten Video wird's was aus dem Märchenbuch von Beetle dem Barden zu sehen geben. Da gibt's ja diese Geschichte mit den drei Brüdern, die den Tod überlisten und dann halt die Heiligtümer des Todes haben. Und das wird auch ein spielbarer Part sein in dieser Demo. Und das ist wirklich, also fand ich sehr überraschend und ganz toll anzusehen und so. Da habe ich mich eigentlich ein bisschen drüber gefreut, wie abwechslungsreich das doch gestaltet ist. Und ja, wieder absolut 1A mit wie viel Liebe zum Detail. So langsam nähern wir uns dem Ende des ersten Abschnitts. Ich habe hier halt immer noch mal versucht, zwischendurch irgendwie ein Geheimnis aufzudecken. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen haben wir jetzt hier schon in diesem Vorgarten erstmal alles erledigt, was wir zu diesem Zeitpunkt erledigen können. Ich lasse euch jetzt mal noch mit der letzten Minute Gameplay alleine. Da seht ihr ein bisschen, wie es weitergeht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder reinschaltet. So, an der Stelle geht's dann auch im Demo-Gameplay Part 2 weiter. Den werde ich auch im Laufe des Tages hochladen. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein.